Servus zusammen zu einer neuen Folge MyBamTV, FIFA Ultimate Team. Jetzt hier Part 3, Online Season. Wenn ihr die anderen zwei Teile gesehen habt, wisst ihr ja, was Sache ist. Wenn nicht, anschauen, anschauen, anschauen. Wir sind aktuell in der laufenden Saison, haben 6 Spiele geschafft, haben 12 Punkte, 3 Siege, 3 Unentschieden. Klassenerhalt ist geschafft. Nächstes Ziel ist natürlich der Aufstieg. Brauchen wir aus 4 Spielen, die wir noch zu spielen haben, 2 Siege. Ist auf jeden Fall machbar. Ich habe die letzten 3 Spiele nicht mehr als ein Tor pro Spiel geschossen. Muss mehr her. So, dann springen wir doch mal auch mal hier direkt. Laufendes Spiel. Dürften eigentlich alle fit sein. Der Werner war. Der Werner ist noch verletzt. Dann würde ich sagen, spielen wir doch mal mit dem Lewandowski vorne drin. Chemie ist mir gerade wurscht. Fitness gebe ich dem Bradley hier mal schnell noch. Das passt schon. Komm, dem Cole auch noch, bevor es dann doch noch ein zähes Spiel wird. Und ich glaube, ich gebe ihm, ich habe doch hier noch von dem ganzen Bronze-Traden, was ich immer mache, habe ich hier noch einen Haufen Bronze-Trainingskarten, die ich auch endlich mal loswerden muss. Hier vor allem alle Attribute. Gebe ich dem Howard mal, dass er noch ein bisschen gepusht wird. Und dem Giovinco gebe ich auch noch eine. Ich glaube, da habe ich auch alle Attribute plus 3 oder sowas. Jawohl. Haben wir auch nochmal drauf. Da ist der noch schneller als sonst. So, dann springen wir nochmal direkt rein. Oh, interessantes spanisches Team. Spanische Liga. Ja. Ist, glaube ich, Gamero vorne drin. Ter Stegen als Trotz. Godin. Montoya Rechtsverteidiger. Rakitic auf der 6 finde ich ein bisschen mutig. Da hat ihm schon ein bisschen die Defensivpower da fehlt. Auf jeden Fall. Wem das nicht. Dass mir das nicht ein bisschen in die Karten spielt. Gleich mal hier mit einem dummen Ballverlust, was eigentlich hätte nicht sein dürfen. Mal schauen, den Lever habe ich jetzt schon etwas länger nicht mehr spielen lassen. Da ist einfach der Timo Werner viel stärker. Oh, was? Und dann macht der Rakitic das 1-0. Was ist denn da mit meiner Abwehr wieder los? Heieiei. Kriege ich hier mit dem Opara den Ball? Also, das war schon mal nix. Jungs, ihr wollt aufsteigen. Könnt ihr so einen Mist hier machen? Stindl! Alter! Alter, was haut der denn da rein? Für beide Teams die ersten Schüsse direkt drin. Aber da packt er aber auch wirklich einen aus. Also mein lieber Scholli. Keine Chance für Ter Stegen hier. Das geht ja gut los. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Ah, da hat er. Oh ja, da gibt es Freistoß für mich. Ah, ein bisschen weit weg, aber. Gucken wir mal. Der kommt gut. Brooks! Ah, schade drüber. Aber Eckball. Ecken sind immer gefährlich. Ah, da stand da niemand. Schade. Jetzt muss ich mal aufpassen. Ah, Bradley. Howard, klasse. 20. Minute hat es gedauert, bis hier mal wieder eine Chance zustande kommt. Oh, gefährlicher Eckball. Und wieder Eckball, ja. Ah, scheiße. Der war gefährlich, ja. Kurzes Ding. Nächster Eckball. Menschenskinder, was ist denn hier los? 50 Millionen Eckbälle hintereinander. Ein Riesenduseltor. Eieiei, was war das denn? Eieiei. Ping-Pong, irgendwann muss er ja mal reingehen, wenn es da 70 Ecken für ihn gibt. Ping-Pong-Tor vom Feinsten. Aber weiter geht's. Ah, wie kann denn der da durchkommen? Ah, da ist kein Mensch in der Mitte. Was ist denn mit dieser Abwehr hier los, Mensch?
Und Hauer, den kann man auch mal festhalten. Heieiei, jetzt nervt mich gerade die Abwehr ein bisschen. Riesenlöcher hier. Steht der Opara auch am 16er? Das ist auch ein Riesenquatsch. Wenn jetzt hier wieder so ein doofer Eckball kommt. Wäre natürlich eine Dreiviertelstunde braucht, bis er den mal ausführt. Boah, wieder brandgefährlich hier. Heieiei. Was ist denn da los? Er will nur wieder den Eckball. Der will nur wieder den Eckball. Oh, das habe ich doch gewusst. Oh, Howard. Heieiei, da brennt die Hütte hier hinten aber auch. So, oben steht er. Oh, ein Gedusel hier. Ach, gegen Gaia. Also bitte, Pulisic. Da kann man sich ja wohl mal gegen den Gaia durchsetzen. Jovinko ist halt auch nicht das Kopfballungeheuer. Da stehen die aber auch so dicht, dass da kein Durchkommen ist. Ah, Bradley. Da vertändelt er den Pass. So ein Witzpass. Meine Güte. Ja, da läuft noch gar nichts zusammen, hey. Eine gute Chance gehabt. Das war's dann aber auch. Oh, da lasse ich mich rauslocken. Was auch nicht so clever war. Nee, also ich muss sagen, da läuft's noch überhaupt nicht. Oh, was? Offen wie ein Scheunentor hier hinten. Riesending hier. Meine Güte, er passt sich einfach durch. Ich komme mit keinem Spieler vernünftig hinterher. Oh, jetzt mal hier, Jovinko. Und, das ist doch ein Foul! Das ist doch ein Foul! Das ist doch ein klarer Elfmeter! Oh, das gibt's ja gar nicht. Kurz vor der Halbzeit. Noch so eine Szene hier. Ah, das ist schon verdient. Also, ich komme hier noch überhaupt nicht zurecht mit meiner Mannschaft. Eieiei, der Lewandowski ist auch komplett abgemeldet, wie die ganzen Spiele schon. Also, diese Squad-Building-Challenge hätte ich, glaube ich, am besten nie gemacht. Oh, da wäre ich durch gewesen. Da wäre ich durch gewesen. Also grenzwertig an der roten Karte. Lewandowski! Oh, da kann er ihn nicht kontrollieren. Dieser Lewandowski ist eine Enttäuschung. 92er Stärke. Das ist der Wahnsinn. Sehr schön. Was er sich dabei gedacht hat, weiß er, glaube ich, nur selbst. Vielleicht mal einen schönen Eckball reinbringen. Wo der kommt? Ach, wieder nicht. Ach, das gibt's. Ich komme nicht zum Schuss. Bin dann in Schussposition und steht da immer wieder einer vorne dran. Oh, ganz unten völlig frei. Was ist denn auf den Außen los? Dann vergibt er die Chance zum Glück. Kläglich. Oh, der Stegen. Da hat er mal jetzt eine gute Schussposition gehabt. Aber er hat halt auch einen Totslever drin. Oh, und wieder kriege ich den Ball nicht gescheit zum Abschluss, aber einen Gegenspieler dran. Jetzt vielleicht Brooks. Der Stegen. Und dann steht da keiner. Das war gerade gefährlich. Ah, und dann so ein Pass. Meine Güte. Heieieiei. Jetzt mal hier der Konter. Wieder faul. Und er pfeift sich. Ah, das ist natürlich jetzt wieder ärgerlich. Diese Schiedsrichterleistung in dem Spiel ist einfach nur hundsmiserabel. Also, dass das wieder nicht gepfiffen wird. Wir haben es schon in den ersten zwei Teilen gesehen. Also, lächerlich. Jetzt vielleicht nochmal David Villa. Da ist der Sterling, der ist noch fit. Aber er hat den Gaia da noch stehen. Sterling! Ah, der hat natürlich einen miserablen Abschluss. Die Squad-Building-Challenge-Karte von Sterling. Oh!
Kostic! Wenn der jetzt einen Kopfball reingemacht hätte, was wäre hier los gewesen? Oh, Stindl. Tja. Ja, jetzt zerfalle ich hinten. Oh, klasse Tackling hier. Aber vielleicht geht da noch mal was. Ah, oh, der Martial, aber Cole passt auf, aber lässt ihn dann hier auch clever raus. Ah, und dann so ein Einwurf. Und dann so ein Einwurf, der auch noch zum... Ach, herrje. Dann wollen die beiden sich überkreuzen, sind aber einfach zu schlecht dafür. Ach Gott. Das lässt er sich natürlich Ewigkeiten Zeit und... Ah, je, 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 je. Ja, so gewinnt man natürlich keine Spiele, wenn man wirklich so ein hundsmiserabel schlechtes Spiel abliefert. Also das war wirklich die schlechteste Leistung. Pff. Ach du Gott. Ach du grüne Neune, hey. Was ein schlechter Auftritt von mir und meiner Mannschaft. Verdient 2-1 verloren. Das war nix. Dann springen wir einfach direkt mal ins nächste. Dazu brauchen wir nichts mehr zu sagen. Das sieht doch schon mal wieder nach einem richtigen Low-Budget Premier League-Team aus. So wie ich es gern habe. So wie ich sie liebe. Mané, Walcott. Ach. Dazu fällt einem. Ja. Da kann einem einfach nichts mehr einfallen. Als immer der gleiche Mist ist. Immer der gleiche Mist. Timo Werner ist jetzt auch wieder dabei, hat sich von seiner Verletzung erholt. Das mit Lever, das war ja... Mit Lewandowski, das war ja wirklich gar nichts. Ja, jetzt vielleicht hier 3 Spiele haben wir noch, 6 Punkte brauchen wir. Also diese Pässe, ich... Die sind bei ihm auch nicht besser. Unten... Oh, dann bringt er den Ball nicht durch. Schade. Na, fehlt mir einfach ein bisschen das Glück. Cvinko setzt hier stark nach, aber oh, dann bringt er den Ball natürlich klasse hier runter auf Mané. Der will jetzt natürlich durchrennen, aber verdribbelt sich hier. Auch selten bei dem Mané. Schiri. Kann man mal pfeifen. Oh, da wollte ich gerade abziehen. Aber jetzt hier mit Werner nochmal. Machen wir das doch gleich nochmal. Werner! Oh, Tschech. Hat also ein ganz anderes Feeling hier nach vorne mit Timo Werner. Seine Schnelligkeit, seine Agilität. Wo der kommt. Da steht einer frei. David Villa kommt da nicht an den Ball. Verdammt. Den konnte er irgendwie unterbinden. Foul. Nein, klappt leider nicht. Natürlich jetzt den Walcott, aber ich habe den Cole. Ashley Cole hier, super Ding. Klasse. Jetzt mehr den Konter ausfahren. Stindl verstolpert den Ball. Ach, herrje. Oh, Brooks. Das sind ja Weltenunterschiede. Puh, aber die Abwehr steht aber auch hier wieder offen. Das war nix. Glück, dass er hier nur die gelbe zieht. Ah, da gibt's Elfmeter. Komm, den hat er. Howard! Howard hat ihn! Raus! Oh, ja! Oh, yes! Dann hält er das Ding. Was eine Szene hier gerade. Das war doch nur von hinten rein! Eieiei, nur von hinten! Und wieder, sag mal, was ist denn mit dem... Ach, wie, haben die etwas Schiss, jetzt hier aufzusteigen? Ist es das? Und dann ist das 1-0. Ach, unglücklich hier. Komme ich nicht mehr anständig an den Ball.
Wieder mal ein bisschen Dusel dabei hier. Riesenlöcher wieder in der Abwehr. Ach, es läuft aber auch nicht für mich. Ach, wieder. Das gibt's einfach nicht. Dann kommt die Grätsche, dann kommt er mit der Fußspitze da noch dran. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, da mache ich aber wieder den Anfängerfehler. Glück, 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 Glück. So, jetzt aber, oh, dann ist Halbzeit. Mensch. Klare Chancenplus für mich hier. Ach. Kommt hier einmal vors Tor. So, hier geht's ja schon weiter, zweite Halbzeit. Da muss jetzt mehr kommen. Da muss jetzt ein Tor her, mindestens mal eins. Stark, Timo Werner, hey, und jetzt mal die David Villa Show. Und jetzt Giovinco. Der ist frei vom Tor. Giovinco! Und drin! Oh, Riesendusel hier noch am Ende. Der Ball ist durch seinen Spieler. Oh, ein Eigentor. Aber da muss der Giovinco auch den ersten Ball reinmachen. So ist das doch mal super. Erste Chance hier in der zweiten Halbzeit. Direkt das Ding drin. Auf geht's, Jungs. Abfahrt. Jetzt mal hier. Holt er sich ihn wieder. Oh, ein Riesenfehlpass. Boah, das war aber auch Dusel, ey. Oh, Werner jetzt. Timo Werner. Da ist das 2-1. Der Typ ist so fucking eiskalt vorm Tor. Mit dem Außenriss ins lange Eck geschlänzt. Bam. Da ist es doch. Jetzt das Ding nur noch halten. Oh, David Villa. Der ist noch dran. Werner. Oh, da kann er den Ball nicht richtig kontrollieren, weil er da auch von hinten geschubst wird. Schwierig zu sehen auch. Oh, da steht er frei. Ach, schade. Aber der ist noch heiß. Stindl hier auf Bradley. Oh, Riesenpass. Timo Werner. 3-1. 3-1. Tor. Bam, da ist es. 3-1. Was eine zweite Halbzeit hier von mir. Drei Buden innerhalb von 20 Minuten. Boah. Glück natürlich auch, dass der Ball hier direkt zum Werner geht. Aber der Typ ist einfach Weltklasse. Was so ein Stürmer ausmacht, wenn man den spielen lässt. Oh, da oben läuft der Giovinco. Schade. Jetzt nur noch das Ding hinten. Sicher halten. Schön zum Torwart zurück. Bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Habara. Das ist ein Typ, du. Vielleicht nochmal den ein oder anderen Konter setzen. Ja, David Villa, der läuft. Ah, schade. Wollte ich nochmal kurz abbrechen. Starker Ball hier. Auf Giovinco, aber da stand Bradley. Aber da steht noch der Ampelspieler im Weg. 73. hier. Oh, da steht Piszczek. Werner. Oh, Pfosten! Oh, wie kann er. Oh, wäre der jetzt reingegangen? Da muss er erstmal direkt Pause drücken, der Gegenspieler. Den Schock muss er erstmal verdauen. Ich wechsle hier mal schnell den Martial rein. Da mache ich hier mal, bringe ich hier mal frische Kraft auf der 6. Und für den Pulisic. Wen mache ich denn rein? Machen wir den Chandler rechts für den Piszczek. Dann habe ich da defensiv noch ein bisschen Ausdauer. Oh, schade, kommt er nicht mehr dran. Aber die Uhr tickt für ihn. Und mit solchen Fehlern macht das natürlich nicht besser. Ah, da wollte ich relativ schnell abschließen. Oh, wenn der durchkommt auf den David Villa. Uiuiuiui. Klasse abgefangen hier. Ist der Mandy? Timo Werner! Oh, das wäre jetzt die Entscheidung gewesen. Da wollte er wohl ein bisschen zu viel. Ach, klasse verteidigt hier.
Einfach mal wild raus. Da kommt er leider nicht mehr dran. Aber 89. Das sieht doch gut aus. So, knallen wir den mal nach vorne. Vielleicht kriegt den noch jemand. Ja, Werner. Schade. Oh, Bradley verschätzt den da ein bisschen. Abpfiff. Sieg. 3:1. Eine Weltklasse zweite Halbzeit hier von mir. Eingehaltener Elfmeter. So wollen wir das noch sehen. Spannung pur, Freunde. Spannung pur. Mein lieber Scholli. Werner hier mit dem Spiel der Spiele. Zwei Tore. Torvorlagen gehen auf die Kappe von Pulisic. Beim Gegner hat der Gündogan getroffen. Die Vorlage war Mané. War halt ein Elfmeter. Nee, war kein Elfmeter. So, das ist doch mal für den nächsten Teil ein richtig geiles Finale. Zwei Spiele habe ich noch. Ja, das Chancenplus hier 16 zu 7. Also das war dann schon verdient. Ein Sieg aus zwei Spielen. Das wird doch mal ein richtig spaßiger nächster Teil. Ich freue mich drauf, Leute. Freut euch auch drauf. Das wird geil. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Hitze noch aus. Es ist Juli, es ist Sommer. Denkt dran, kalte Getränke. Bleibt sportlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Hey,